Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In diesem Video kommen wir mal wieder zu zwei Fällen, zu denen relativ wenig im Internet zu finden ist, beziehungsweise die seit längerer Zeit ungeklärt sind. In dem ersten Fall geht es um Petra Rothmeier aus Linz. Claudia Berger, einer ihrer ehemals besten Freundinnen, sagte zu einem Autor, dass Petra und ihr Schicksal einfach nicht vergessen werden dürfen. Dies sagte sie, bevor sie selbst am 18. Februar 2017 im Alter von 47 Jahren an einer Krebserkrankung gestorben ist. Claudia war seit ihrer Jugend mit Petra Rothmeier befreundet. Und sie hat auch nie diesen 17. November 1996 vergessen. Denn an diesem Tag verschwand Petra Rothmeier gegen 1:30 Uhr morgens im Bereich ihrer Wohnung in der Garbestraße 57 in Linz-Auwiesen. Petra Rothmeier hat laut den Quellen als Krankenpflegerin gearbeitet. Einige Stunden bevor Petra spurlos verschwand, hatte es mal wieder zwischen ihr und ihrem drogensüchtigen 31-jährigen Bekannten Auseinandersetzungen im und vor dem Lokal La Linea in der Denkstraße 24 gegeben. Mit dem hatte sie immer wieder kurze Beziehungen und die beiden kannten sich seit ihrer Kindheit. Die beiden hatten es am Abend des 16.11.1996 gemeinsam besucht, also das La Linea, und dann in Richtung Wohnung verlassen. In einem Artikel steht, dass die beiden zusammen dann in einem Taxi weggefahren sind und Petra dann verschwand. In den folgenden Tagen blieben private Suchaktionen erfolglos. Am 9. Dezember 1996 wurde ihre Leiche dann in der Traun, nur wenige hundert Meter von der Einmündung in die Donau in Ebelsberg, entdeckt. Die Obduktion ergab neben der Todesursache Ertrinken auch zahlreiche Verletzungen. 4 bis zu 18 cm lange Schnittwunden innen und außen an den Oberarmen, durch den Pullover. Auch 4 Blutergüsse an Kopf und Hals. Fakten, die dann klar gegen einen Suizid oder Treibverletzung sprechen. Zunächst ging der Obduzent der Gerichtsmedizin Linz von Fremdverschulden aus, revidierte dann seine Meinung. Der Tatort konnte nie gefunden werden. Die gerichtliche Voruntersuchung gegen den 31-jährigen Bekannten wurde 1998 von der Linzer Justiz eingestellt. Vor allem deshalb, weil 4 Zeugen Petra 7 bis 11 Tage nach ihrem Verschwinden noch lebend in Linz gesehen haben wollen. Zahlreiche objektive Fakten, die Polizei und Gerichtsmedizin festgestellt haben, sprechen aber dagegen, dass Petra Rothmeier noch so lange gelebt haben kann. Unfassbar ist, dass der sichergestellte Mageninhalt der Toten, mit dem der Todeszeitpunkt bestimmt hätte werden können, von der Gerichtsmedizin Salzburg längst weggeworfen worden war. Und damit war die Chance auf Klärung des Falls vorbei. Dass manche Fragen zum Tod von Petra nicht gelöst werden können, beziehungsweise konnten, lag neben Ermittlungsfehlern der Kripo und Pannen bei der Justiz, die in Österreich ja nun nicht gerade unüblich sind, auch daran, dass 2 wichtige Menschen im Leben von Petra bereits vorher verstorben sind. Das erste Todesopfer war Martina Braun. Sie wuchs wie Petra in der Dürerstraße in Linz auf und war von 1980 bis 1991 gemeinsam mit Claudia Berger die ehemals beste Freundin von Petra. Martina Braun kam am 5. September 1991 beim Verkehrsunfall in Friedensdorf ums Leben. Der zweite wichtige Zeuge wäre Harald S. gewesen. Er war von Juli 1988 bis Juli 1992 der Lebenspartner von Petra Rothmeier. Und dennoch verließ Petra ihn im Februar 1989 für 3 Monate, um mit jenem Mann unterwegs zu sein, der 1996 im Verdacht stand, mit ihrem gewaltsamen Tod etwas zu tun zu haben. Und genau diese 3 Monate werden für die Ermittler interessant gewesen. Aber Harald S. starb mit 24 Jahren am 21. Oktober 1992 in einem Hotelzimmer in Amsterdam. Mit Kopf- und Schnittwunden von fremder Hand steht als Todesursache auf dem Totenschein. Der vorbestrafte Verdächtige wurde zwar verhaftet und verhört, aber nach 48 Stunden wieder freigelassen, weil ihn 4 Zeugen entlastet haben. Petra sei nicht beim Streit verletzt und ertränkt worden.
sondern noch 9 Tage später lebend gesehen worden. Allerdings mit Kleidungsstücken, die in ihrer Wohnung lagen. Also, die Leute wollen sie noch gesehen haben und sie soll dabei Kleidungsstücke getragen haben, die seit dem Verschwinden bei ihr in der Wohnung waren, also die sie gar nicht angehabt haben kann. Und weder dieser noch andere Widersprüche machten dann Kripo, Staatsanwalt und die Untersuchungsrichterin irgendwie Kopfzerbrechen. Dass seine Briefe aus ihrem Zimmer verschwunden waren, dass sein Blut auf ihrer Jacke vor ihrer Haustür gefunden wurde und viele andere Indizien waren für die Justiz kein Beweis. Das Verfahren gegen den Verdächtigen wurde dann 1998 eingestellt. Und wenn er mich gesehen hat, hat er mir den Stinkefinger gezeigt. So sagte es die Mutter Isabel Rottmeier empört, warum sie aus der Nachbarschaft des Ex-Schwiegersohns weggezogen ist. Also Ex-Schwiegersohn in Anführungsstrichen. Und warum sie unbedingt Gerechtigkeit verlangt. Sie sagte, ich werde nicht aufgeben. Das habe ich am Grab von Petra geschworen. Und von der damaligen Oberstaatsanwältin Ulrike Althuber und Justizministerin Karin Gastinger wurde sie dann vertröstet. Dass Petra einem Mord zum Opfer gefallen ist, sei nur mit neuen Beweismitteln, neuer Kriminaltechnik zu klären. Die Leiche wurde aber eingeäschert und ihr Mageninhalt von Gerichtsmedizinern entsorgt. Also, das war mal wieder die österreichische Justiz, die österreichischen Ermittler. Dort ist es ja nicht gerade selten, dass Personen, bei denen man ziemlich klar davon ausgehen kann, dass sie ein Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen sind, dann gesagt wird, das war entweder ein Suizid oder das war ein Unfall. Also ich bezweifle sehr, dass dieser Fall noch irgendwann einmal aufgeklärt wird. Dann geht es um einen vermissten Fall aus Hamburg. Denn seit Juni 2020 ist der 39 Jahre alte Christoph Kawicki spurlos verschwunden. Und die Beamten entschlossen sich dann öffentlich nach ihm zu suchen. Denn mittlerweile wurde auch ein Verbrechen nicht mehr ausgeschlossen. Seit 2015 lebte Christoph Kawicki in einer Wohnung in der Dannerallee im Stadtteil Hamburg-Horn. Wohnhaft war er seit 2015 in Hamburg. Seine Wohnung bewohnte er alleine und wurde von Nachbarn als nett und sympathisch beschrieben. Eine Nachbarin hat dann der Bild erzählt, dass er ein sehr freundlicher Mensch war und immer grüßte. Und dass er seit kurzem einen neuen Freund hat. Seit der Nacht vom 16. auf den 17. Juni 2020 fehlt von ihm jede Spur, sagte damals der Polizeisprecher Florian Abenset. In der Nacht habe es das letzte Lebenszeichen von ihm gegeben. Kurz zuvor hatte der 39-Jährige seine Familie im polnischen Stettin besucht. Am 15. Juni war er mit Bus und Bahn über Berlin zurück nach Hamburg gereist. Trotz sehr umfangreicher Ermittlungen, sowohl in seinem Umfeld als auch im Ausland, konnte sein Aufenthaltsort bislang nicht ermittelt werden, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Ermittler gehen aktuell auch Anhaltspunkten nach, die darauf schließen lassen, dass er Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein könnte. Christoph Kawicki ist etwa 1,84 Meter groß, hat eine athletische Figur, Ohrringe und auffällige Tribal-Tattoos am rechten Oberarm sowie am rechten Oberkörper, Unterschenkel und am Knöchel. Zeitweise trägt er auch eine Brille. Weiter zu dem vermissten Fall sagte der Polizeisprecher Florian Abenset: Herr Kawicki lebte offen schwul, verkehrte intensiv in der Szene und nutzte auch einschlägige Dating- und Kontakt-Apps. Zudem bot er auch Escort- und Begleitdienste an. Wegen der gewonnenen Erkenntnisse suchte die Polizei dann auch gezielt mögliche Zeugen aus der Schulenszene. Im Januar 2021 hatten Taucher bei dichtem Schneegestöber den etwa 2 Fußballfelder großen Pohlmann-Teich in Tondorf durchkämmt. Systematisch und sektorenweise nach dem Handy des Vermissten gesucht. Vorher hatten sich laut Kripo deutliche Hinweise ergeben, dass sich dort das Smartphone befinden könnte. Die Suche musste dann ergebnislos abgebrochen werden. Während des Einsatzes hatte der Schneefall zugenommen und immer dicker werdende Flocken wirbelten über den Teich und verschlechterten dann die Arbeitsverhältnisse. Das Handy ist bis heute noch nicht gefunden worden, aber die Kripo arbeitet weiter in dem Fall. So, das waren 2 kurze Fälle, einmal aus Österreich. Der Fall wird sich wahrscheinlich nicht mehr aufklären lassen, der offensichtliche Mord an Petra.
Es sei denn, irgendjemand macht eine Aussage oder gesteht die Tat, wovon nicht auszugehen ist, würde ich mal sagen. Und im zweiten Fall, ja, da kann man ehrlich gesagt auch davon ausgehen, dass der Christoph einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist. Wenn dieses typische urplötzlich nicht mehr erreichbar, so sehe ich den Fall auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss.